die Ölkrise, da müssen wir vielleicht gucken, dass wir dann auch die Hintergründe checken. Ja, das ist halt wirklich, also ich weiß, was Shell und Esso da wieder gemacht haben, das ist mir ein Rätsel. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Ja, auch mit den Pinguinen vor allen Dingen, was auch letzten Monat gelaufen ist. So, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei der seriösen Nachrichtensendung der Welt. Guten Tag, liebe Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück bei LBT. Hallo. Na du. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Damen und Herren, sagt doch keine Sau. Liebe Damen und Herren. Ja, aber wäre eigentlich mal cool, ne? Ich finde das generell auch bei Nachrichtensendungen, ich mag es zwar immer, wenn es seriös ist, aber erstens finde ich Nachrichtensendungen finde ich furchtbar traurig, dass es immer nur die schlechten Meldungen sind, keine guten, wie zum Beispiel ein Baby aus dem brennenden Haus gerettet, hörst du nie. Hab ich letztes Mal mit der Kelly. Ein Baby im brennenden Haus gestorben. Mit wem habe ich, die war gar nicht die Kelly, mit der ich darüber gequatscht habe. Wer will denn schon gute Nachrichten sehen oder haben wir darüber gequatscht? Ich will gute Nachrichten sehen, ich will mal was Gutes in den Nachrichten hören, irgendwie wie Menschen gerettet werden, nicht nur wie Leute elendig verbrennen, damit es Hauptsache mehr Schlagzeilen bringt und dann auch ein schönes dickes Foto davon. Es ist immer so ein bisschen, was machst du denn da? Nix. Hast du wieder meine, schmierst wieder Popel ab? Finde ich gut. Rumpel würde jetzt romantische Musik einspielen. Bitte vorstellen. Du kannst auch singen romantische wieder mal romantische Musik. Ja genau, sing mal romantische Musik. Nein. Ja dann, sorry, ich wollte gerade fummeln. Beschwert euch bitte beim Daniel. Das hätte was geklappt. Auf jeden Fall, wir spielen heute eine Runde Ice Catch. Kennt ihr vielleicht noch, haben wir vor 1895 die Sendung mal gespielt, auch wenn das SE92 ist, aber es genau. Dürfte ungefähr gerade so hinkommen. Montagsmaler auf icecatch.net, also eSketch. Kannst du einblenden? Haben wir das eingeblendet? Hier? Da. Und ihr könnt natürlich mitmachen, ihr könnt mitraten via Twitter und deswegen überlege ich gerade, wie wir es am besten machen. Da musst du ja nicht wieder rüber an Rechner. Ja, ich muss eigentlich wieder rüber an Rechner und du iSketch da vorne und ich gucke auf Twitter. Okay. Und ihr könnt natürlich mitmachen, was der Gong da schreibt. Wie gesagt, Hashtag WMI oder LPT Live, die greife ich beide ab. Ja. Man munkelt übrigens, dass wir aussehen wie Brüder. Ja, ich habe gerade gelesen hier, wie Vater und Sohn. Wie Vater und Sohn? Ja, es gibt... Wer ist da jetzt wer? Das ist aber sehr knapp. Ja, das wusste ich auch nicht. Also stand nur Vater und Sohn und ein Bild, ein Screenshot von uns beiden, ja. Na gut. Ist aber okay. Das wäre aber auch schon krass. Also ich meine, du bist 2 Jahre älter als der Gong. Das wäre zeitlich sehr knapp. Ich meine, da muss aber sehr frühreif gewesen sein. Dieser Schauspieler immer, weißt du? Komm mal her, mein Sohn. Papa. Und wenn es andersrum wäre, dann wäre das vielleicht eine Reinkarnationsdevise. Ah, das wäre dann noch interessanter. Also, Übrigens, ich muss mir auch mal so einen Ring über die Brust machen hier so ein bisschen. Das ist so ein Knechtring, ne? So ein Herr der Ringe. Nein, das ist aus meinem Lieblingsladen Freudenhaus, heißt der lustigerweise, ein Brillengefäß. Ich verstehe, red nicht weiter, ich verstehe schon. Ja, genau. Nein, das wäre zu groß. Ein Brustwarzenpiercing. Das wäre zu groß, mein Lieber. Nein, für die Brille. Ach so, das ist ja cool. So, dann ist die weg. Voll praktisch, das brauche ich unbedingt. Ja, die anderen meine Sonnenbrille. Ich habe mir 25 Stück in den USA gekauft und habe noch 10 davon. Ja, genau. Aber du hast keine Brusthaare, wo der Ring so gut zur Geltung kommt. Ja, das kriegen wir hin. Man kann das auch über dem Hemd tragen, ne? Ja, also, aber dann sieht das auch so aus. Siehst du? Ja, ich weiß. Ja, es ist ja nicht so cool. Ich verstehe. So, Erik, die Leute müssen manche wissen, in welchem Raum du bist. Ich bin gerade iSketch.net und ich bin im Raum, es sind schon welche drin, ich bin im Raum einfach German. Im Raum Mann, German. Das ist ja richtig. Oh, da klingelt schon, heißt es? Ja, German. Ding. Hier, Babakin ist schon drin. Sagt, und hier sieht man auch hinten auf dem Screen nochmal alles. Und ihr seht es natürlich gleich auf Fullscreen. Es ist schon los. Technik hat es leider verkackt. Der war gerade abwesend. Was sind das für Klingelgeräusche? Geh mal gucken. Das ist deine Mutter. So, was ist denn los hier? Jetzt join hier alle im Room. Genau. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Mach da vielleicht mal den Ton aus. Das wäre völlig sympathisch, finde ich. So. Das wäre mal. Jetzt ist das viel besser, oder? Ach Gottchen. Ist der Ton jetzt besser? Nervt er jetzt weniger? Bitte was? Was war das denn jetzt? Mach ich jetzt auch mal. Das ist bestimmt das falsche Wort. Ich habe das jetzt einmal mal nachgeschrieben bei Babakin. Entschuldigung, kleine Version. Oh, hier, guck mal. Mit Herzen. Marienkäfer ist das doch. Ja, Marienkäfer hatte ich schon. Ja, dachte ich auch. Du musst den Stecker, den du rausgezogen hast, wieder reinstecken. Immer muss ich den Stecker wieder reinstecken? Ja, genau. Immer so. Und immer wieder. Hä, Marienkäferchen, habe ich doch eingegeben. Habe ich geklaut. Ach, die kleine Version, aber wie macht der Marienkäferchen? Ich habe Maikäferchen gemacht, nicht Marienkäferchen. Oh Mann, Alter, ich gebe dir nochmal Nachhilfe in Tierunterricht. Ja, ich weiß, erinnert mich an die Nummer 1 ins Mosch. Da hat der Dennis. In der Runde, ne? Ach, der Dennis kennt sich sehr gut aus. So, was ist das denn hier? Die dreibrüstige Hure von Beta Z. UFOs. UFOs sollen es sein. Jetzt können natürlich auch mitmachen. Ich gucke gerade mal hier in die Kommentare. Ja, Friedhof könnte es echt sein. Grabstein. So close. Grabstein, Wasser. Was?
Wie heißt das nochmal? Wasserbeerdigung. Wie heißt das nochmal? Käppis, Käppis schreibt da jemand. Das sind keine Käppis, das sind Grabsteine. Friedhof, Friedhof? Wie heißt das nochmal? Wasser, Seebestattung, genau. Aber das hat ja jemand eingegeben und das war falsch. Jetzt gibt der Technik das auch ein, weißt du? Ja, pure ist richtig. Die Schläge von Mittelmeer, Hunden. Grabstein, Gräber, Seebestattung. Ja, kommt tatsächlich auch hinein. Grabwelle. Wassergraben. Wassergraben finde ich sehr gut. Wasser Wassergrab. Ist zwei. Ja. Mensch. Totes Meer, ja. Nee, war es leider nicht. Totes Meer auch nicht. Oh, das wird aber immer schwerer hier. Mittelmeer. Totes Mittelmeer. Hä? Mittelmeer ist close. Mittleres Meer? Sich im Grabe umdrehen? Nein, Mittelmeer ist close. Mittelmeerhai-Grab. Weihwasser kommt ja auch noch rein. Ebbe oder Flut. Mittelwasser? Mittelmeerhai-Grab-Gefahr. Vielleicht Mittelwasser? Ja, ist close. Mittelmeerhai-Grab-Gefahr war close. Was war der? Was? Mittel. Mittel. Mittelmeerwelle? Was ist das denn? Was? Ach, Mittelwelle. Mittelwelle. Mittelwelle habe ich auch noch nicht gehört. Ist mir Radio. Neu. Das steht ach so, bestimmt ach so. So, ja, gut, okay. Das ist bestimmt ein DHL-Paket. Was ist das denn? Schreibt die Lisa. DHL-Paket geht? Mm. Was das? Bam! Geschenk. Ja, Geschenk. Achso, ich darf das nicht sagen. Aber man sieht es ja eben im Stream. Ja. Ja, natürlich. Ist ja witzlos. Geschenk kam aber auch hier 10.000 Mal okay, rein. Okay, wow, ich habe. Technik hat schon 5 Punkte. Nein, das ist hier gerade. Nein, meine ich ja, ja. Jemand tschüss, hat sich ja Technik eingetragen. Ich frage mich, wer das war. So, abgenickt von Technik, sagt der Tobi gerade. Da kommst du auch nicht mehr los von, ne? Das ist auch vorbei. Das ist, ja, aber ich mag das. Also ich freue mich darüber, ja. Mir macht das Spaß. Die Leute kommen dann immer, aber ja. Du darfst die Rolle aber nicht leben. Aber ne? Man muss ja sagen, es ist Antoine hier, nicht Technik. Ja, natürlich, klar. Ne, weil er spielt ja, wie gesagt, eine Rolle und das ist schon immer noch ein gewaltiger Unterschied. Who am I übrigens schon trotzdem, auf Platz 1 der Twitter-Trends in Deutschland. Ehrlich? Ja. Da freut sich Sony. So. Cool. Und der Antoine auch. Ja, ich freue mich auch, ehrlich. Ja, echt, so oh, super. Ich weiß es, Bina. Was? Wegen Singen, ne? Die Bina. Muss die Bina. Hallo, Danny, alte Socke. Oh, VK Pleo durfte zweimal malen. Ja, bitte, bitte, war gar kein Problem. Was? Chorsänger? Ach, Duett war es gerade. Okay. Ich konzentriere mich voll auf das Spiel. Es tut mir echt leid, ich bin mega konzentriert. Punkt. Was ist das denn? Ja, Punkt. Leberfleck. Das ist doch ganz klar, Erik. Leberfleck. Hautkrebs. Wie die Leute. Hautkrebs. Hautkrebs wäre natürlich echt traurig. Pickel. Pubertätsrumpel. Was? Ist das traurige? Ah! Pfeifen. Hm? Das muss doch richtig gewesen sein. Ah. Tinte? Ja, Kegel. Ja, nee, leider nicht. Kegelbahn. Kegelbahn. Yeah! Kegelbahn! Yeah, Techniker 10 Punkte. Sehr schön. Hammer! Sehr geil. Wer ist denn so, der Erste gerade? Babakin ist der 37. Der das zieht aber auch durch. Boah. Oder sie. Alter, das ist aber eine Nummer. Es sind natürlich auch schon 37 Leute, wenn ich das richtig sehe, drin. Okay, das ist auf jeden Fall eine Augenbraue. Natürlich. Oder ein Schnurrbart, ich weiß es nicht. Das ist eine Wärmflasche. Furzkissen. Oh, Furkissen. Furzkissen ist meine professionelle Meinung. Angel. Marmelade. Angelsee. Was sagen die Leute in der Community? Angelrute. Boah, das sieht aus wie beim Metzger, Leute. Sieht aus wie beim Metzger. Operation Leute. Ketchup. So. Herzschrittmacher. Herz. Ermordete Wärmflasche, Sina Sparrow. Geige, Angelschnur. Brot auf Schnapsflasche, Blutmordmesser. Skalpell kam ja auch. Nein! Ich hab's zu spät eingegeben. Skalpell. Aber danke! Ich hätte es fast erraten, dank euch. Also Technik. Peanut Butter ist auch geil. Ich guck mal ängstlich nach hinten. Irgendwann krieg ich den Nackenschlag. Antoine, hau ihm ruhig eins in den Nacken, wenn er dir auch sagt. Deswegen lass mir die Haare lang wachsen. Null, schlag nie einen Bonk. Ach doch, das mache ich wöchentlich. Ich mag den. Wenn das nicht klappen würde, was meinst du, wie die Sendung hier laufen würde? Deswegen habe ich hier den Nacken. Das ist ja schon so eine Katastrophe, glaub mal.
Deswegen hat er den Nackel-Mikrobügel hier. So, jetzt mach mal professionelle Peinung. Das ist jetzt so Pumuckl. Kiwi-Kopf. Pumuckl. Großbrand. Feuerstelle. Lagerfeuer. Alter, ich kann überhaupt nicht schreiben. The Forest. Meins muss richtig sein. Feuerwehrsimulator 2014, das sieht man doch. Lagerfeuer, Großbrand, Waldbrand. Syrien-Konflikt. Wutperücke. Jo, ist richtig. Syrien-Konflikt ist auch... Alter. Uiuiui. Wumpel mit Wutperücke fand ich auch sehr schön. Buschfeuer. Buschfeuer. Das kam auch gerade hier. Buschbrand kam auch gerade von der Kiri rein. Flächenbrand. So. Pumucke fand ich auch sehr schön. Aber schon bei Rothaarigen. So, Jesuskreuz. Brennender Busch fand ich auch nicht schlecht. Ah, das ist 9-11. Was denn? Jetzt hört es aber langsam auf. Jetzt sind wir im Blick 9-11. Also, ja. Das sieht aber aus wie ein Flugzeug, aber jetzt nicht. Das ist ein Flugzeugkondom. Ah, Schwert. Flugzeugkondom. Oh, jetzt habe ich mich verschrieben. The word has been found. Flugzeugkondom. Muss richtig sein. Was ist. Cockpit finde ich auch gut. Das ist, ja. Überschall ist es aber auch nicht. Unterschall. Papierflieger. Nebenschall. Spritze. Kackwurst. Also ich lese hier die ganze Zeit Kommentare aus der Community durch. Nicht wundern. Vanessa sagt Turbulenz und Partner. Dübel. Das war doch kein Dübel, Alter. Was hast du für Dübel in der Wand? Dübel war das? Nee, erstmal den Cessna reinhauen. Ja, weißt du, so, diese alten, du hast ja auch so kleine Flieger aus dem Flugzeug. Kennst du das noch? Wenn du früher als Kind geflogen bist, dann hast du dann immer diese TUI-Plastik-Billow-Flugzeuge bekommen. Alter, Mund ist close. Zähne. Zahn. Mund ist close. Es muss was mit dem Mund sein. Was ist ein Dübel? Mundgeruch ist close. Kartoffel. Gummipuppe. Zahnlücke. Zahnlücke könnte... Es ist Mundhöhle. Mundhöhle. Und Technik ist gar nicht mal oben. Nicht schlecht, Herr Spechter. Wo ist denn Technik? Da, 15 Punkte. Immerhin. Das ist ja der Hammer. Oh, abbrechen musst du, glaube ich, hier. Hier. Was? Abbrechen? Was will der denn? Mundgeruch. Warum bist du eigentlich einmal mit Malen dran? Das du, ich hab's, glaube ich, vorhin verschwitzt. Dennis beim TTT spielen. Dennis beim TTT. Da kriegt der auch immer viel Ärger. Ach, guck mal hier, gerade zur Erinnerung an Rumpel, ja? Nochmal ganz kurz das Bild hier eingeblendet, bitte. Ja, nochmal hier schön. Da sieht man nochmal, falls ihn jemand vermisst. Oh, sorry. Da zeige ich es gerade nochmal hier in groß. Ja, das ach, ist Rumpel, wie er lebt und lebt. Die übliche Position. Wie wir ihn kennen. Ein ganz lieben Gruß. Ein ganz lieben Gruß. Ja, Rumpel. Küsschen. Schön. Und weiter geht's. Wie können denn Leute... wie können Leute das Wort erraten? Es muss doch was mit Werbung sein, oder? Geschmack. Capri-Sonne Cola. Geschnack habe ich jetzt. Cola, das ist Dose vielleicht. Werbeplat? Erfrischung. Die Runde Erfrischung. Ist vorbei. Sanchi hat gewonnen. Erfrischung. Machen wir dann noch eine von der Runde oder zocken wir jetzt was anderes? Ja, müsst ihr entscheiden. Also. Ja, du bist doch der Boss heute. Na ja, gut, dann spiel halt noch ein bisschen, oder? Ja, komm. Du? Wir haben ja 30 Minuten dafür eingeplant. Bist ein schneller Tipper, ja, ne? Klar. Ja. Super. Ja, mach mal Wechsel hier. Genau, mach mal Wechsel. Das ist eine echte Technik. Mann. Ja. So, Technik, der begeistert. Oh. So, Antoine, also was muss ich jetzt machen? Ich muss mitraten und tippen. Genau, du musst einfach den Begriff eingeben im Prinzip. Manchmal muss man auch malen, aber das kann ich jetzt gar nicht erklären. Da kommen dann so Ereignisse. Ich komme mal neben dich, wenn wir im Close-Up sind, dann sind die Leute verwirrt. Dann weiß man nicht, wer ist. Wir bestehen zur Hälfte nur aus Bart auf dem Bild. Becher, jetzt habe ich mich Das ist die türkische Version von Becher. Ich wollte ja mal schon sagen, hat der Louis gerade gesagt, Gronkh ist ein Let's Player mit Spaß. Mhm. Tischenzuckung. Was könnte das sein? Ein Halfter. Beleidigung. Aha, ich darf es nicht sagen, ne, weil wenn jetzt jemand schneller... Das können die alle sehen. Halfter ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ne? Halfter oder Funkgerät vielleicht? Aber was ist denn da oben? Warum ist das so rot und... Fummeln. Das sieht ja aus. Ein Feuerzeug, Zigarette vielleicht da oben. Ja, Zigarette könnte auch sein. Ja, ist gar nicht so schlecht. Oder Zigarettenpackung. Apple, oder iPhone, Poco. iPhone 6. Oder Raucherfuß. Das ist sehr schön. Walkie-Talkie. Raucherfuß. Zigarettenanzünder, finde ich auch ja schlecht. Wäre möglich. Wolken. Ja, Raucherfuß. Joint. Ra. Ratz. Was?
Schreiben ist aber voll gegen die Regeln. Ratzrutz. Was ist denn Ratzrutz? Oh, ja. Hä? Guck mal, meine Hand kommt. Ach, der Spitzer. Ein Spitzer. Spitzer war's. Habe ich aber auch noch nicht. Also das habe ich ja. So, guck mal, sieht man das? Ah, Spitzer ist auch schwer zu zeichnen. Aha, erstens eine Schüssel. So, das ist ein Schiff. 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 So, Schiff. Und schon Runde vorbei. Nee, doch nicht. Wie kann das jemand schon wissen? Schraten. Ein Hausboot. Hausboot. Das ist zwei Haus. Bootshaus. Bootshaus, guter Club. Wie kann denn jemand so schnell Bootshaus rausfinden? Oder was auch immer das jetzt ist. Pirates of the Caribbean. Von Sina Sparrow, interessant. Was war's denn? Bootshaus. Bootshaus, ja, wurde auch hier mehrmals geschrieben, sogar in der Community. Unter anderem von der Madeline. Und dem Zauberlehrling. Was ist denn Bootshaus? Gibt's hier eine Regel? Du kennst doch noch Candy Family. Ja, Hausboot. Ja, Hausboot. Ja, eigentlich Hausboot. Schon. Hausboot, ja. Hausboot, aber nicht Bootshaus. Bootshaus ist andersrum. Bootshaus ist das Ding, wo die Boote reinpacken. Ach. Bist du sicher? Ich glaube, das heißt das ist eine Lagerhalle. Nee, ist doch das, wo das Boot reinkommt. Aha, es gibt hier. Auch das Bootshaus in Deutsch. Penis, ganz klar. Da malt wirklich jemand einen Penis, das sehe ich doch jetzt schon. Hausboot ist das Boot, wo man fährt mit Bootshaus. Ja, gibt's hier. Siehst du, ich werde es ja bestellen. Dildo. Oder wie heißt das? Ich habe mal in einem Bootshaus gearbeitet, sagt der Sieg. Ein S-Plug oder so. Nee, Buttplug, glaube ich. Buttplug, genau. In der Werft wird doch das Boot gebaut. Das ist. Was ist. Dildo. Alter, das ist aber Buttplug mit Besuch. Double-Side. Sieht sehr verkehrt aus. U-Boot. Das ist ein doppelseitiges. Joystick. Vibrator. Joystick. Die Frauen beratschlagen sich gerade, welche Version es wohl sein könnte. Frikadella. Das ist doch der 55F. Ganz klar. Der Doppelschnall mit Turbopenetration. Italien? Interessant. Das ist ja. So sollte Italien aussehen, damals 43, Cowboy. Bevor Deutschland kam. Cowboy-Ventilator, Bürostuhl kommt ja auch noch rein. Ich habe echt keine Ahnung. In Italien. Ständer finde ich gut. Mikrofon. Sagen wir so ganz Ständer. Mikrofon? Das ist doch kein Mikrofon. Da gehe ich mit dem Mund nicht ran. Wahrscheinlich ist es wieder der Dübel, schreibt auch gerade jemand. Der Eiffelturm. Dann halt jetzt der Dübel-Querschnitt. Baguette. Es gibt. Okay, ja, dann der. Nagel im Fuß, Gurke. Das war ein Baguette. Das war ein Baguette? Das war doch kein Baguette. Nee, Baguette ist. Ich lese hier nur Vorschläge vor. Ne? Die sind jetzt hier alles, was hier geschrieben wird von der Community. Raumschiff, Schreibtischlampe wäre auch noch drin. Muss man schreiben können. Grabstein. Grabstein, lachender Grabstein. Grabstein. Kann man. Ich kann nicht schreiben. Du musst dich mal auf die Couch setzen, sonst sehen wir dich nicht. Das ist ja der Grund. Ich will ja die Sendung hochwertiger gestalten, indem ich mich rausnehme. Ja, Kuckucksuhr oder sowas. Oh, das schreiben können. Oder ein Kofferradio. Uhr. Ja. Hast du gewonnen? Alter. Richtig. Hast du gewonnen? Ja. Ah, jetzt. Kuckuck. Du warst sogar der Erste. Sehr geil. Das hast du doch bestimmt aus dem Saturn-Katalog assoziiert. Kuckucksuhr, ja klar. Ja. Das ist Seite 3, 4 und 5F. Ist jetzt von Apple auch. Der Lohn mag dich übrigens. Der schreibt, ich mag den Antoine. Der ist super. Danke. Du bist ein netter Kerl. Ein Hoch auf Technik. Pro-Gamer auf einem neuen Level. Welcher? Eimer. Piss. Was? Pipi. Ja, wenn es mit dem Spiel nicht klappt, frag den. Urin. Es sieht wirklich aus wie. Ganz ehrlich, Limo. Antoine ist Pro-Gamer, er muss Let's Plays machen. Limonade. Ja, vielleicht können wir ja mal ein Let's Play irgendwann machen, Antoine, wenn du mal Bock hast. Geil. Krass. Sehr gut. Krass. Limonade. Ey, du bist richtig gut, Alter. Krass, ey. Mann, du bist echt ein Pro-Gamer. Ja, komm her. Montagsmaler-Styles. Ja. Komm jetzt, ich bin am Stissel. Ja, jetzt hat Engelchen schon Schiss hier. Fisseimer war auch sehr schön. Freier Eintritt in jedem Taco. Genau. Und jetzt vorbei, jetzt will niemand. Ah. Okay, Jesus. Jesus war schon super, ja? Ne, die Christen haben noch so einen Fisch immer im Auto. Alter, wie die abräumen da alle. Schuppen? Ja. Also, yeah. Also Schuppen. Geil, vielen Dank. Gerne doch. Boah, die Sendung läuft heute super von allein. Super. Das sollte man jede Woche so machen. Alter, ich bin begeistert, wie du abgehst, Antoine. Nächste Woche, ja. Ich habe Zeit. Ja, ich habe immer Zeit, ich habe nur Zeit. Ja, kommst du einfach rum. Okay, cool, alles klar. Ist ganz cool. Gibt's auch Freigetränke und so.
Sehr gerne. Hier? Ja, willst du cool. Was trinken? Ein Wasser. Ich frage seit einer Stunde und kriege eins. Aber ich kenne den Red Bull. Und es gibt natürlich jeden andere hier. Und alle sagen, mal, nee, Wasser geht komm. Nie und so. Ja. Ich hole jetzt mal ein Wasser. Kriegst du ja nicht, ne? Das ist, weißt du, das reicht das Budget nicht. Achso, ja, pass auf. Hier einfach. An dieser willst Stelle du einfach aus der fetten Mim? Flasche trinken oder soll ich dir eine kleine holen? Gib mir deine Sprudelwasser. Oh Mensch, Erik, ist das nicht die Flasche? Sei bitte ruhig jetzt. Ich verstehe, welche Flasche das ist. Ehrlich, was gibt es? Ach, das ist eine lange Geschichte, aber die ist noch verschlossen, keine Sorge. Die war verschlossen. Ja, die ist. Vor allen Dingen ging der Rückfluss auch nicht wieder rein. Nee, wir hatten letzte Woche haben ich wir. Ich weiß nicht, was das ist. Was soll das sein? Das ist ein Fragezeichen. Das erkenne ich doch von sofort. Sind das Fenster? Windows? Oder für die so? Ganzen Fragen, die. Windows 3.1. ABT ja. Store oder was auch immer, wird es alles noch geben in Kürze. Dauert Bild nicht mehr lange. Was Bilder von dir? Ah, also Facebook. Mit Merchandise, da wird es bald viel geben. Das Instagram. Ist ja schon mal hier so ein kleiner Hint. Erik, präsentiere doch bitte nochmal möglichst lasziv dein Shirt. Genau, das ist dann jetzt. Das könnt ihr schon kriegen, aber ihr werdet bald dann auch sehr, sehr interessante andere Merchandise-Artikel bekommen. Ja, das wird wunderbar. Es wird alles Mögliche geben und tolle Sachen und wunderbar. Wie heißt die das, besten in der Welt. Wie heißen die? Wie heißen, ich was. Wie heißen die Karos von Windows? Die Kacheln. Ach, Kacheln. Ich kenne nur Kachelnmann. Kachelmann? Ja. Guter Mann, oder? Ja. Lustig. Immer noch. Ich weiß es nicht. War doch unschuldig, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde doch freigesprochen und hat auch wieder, macht das, glaube ich, ganz gut. Ja, ich habe, was war es? Wird das aufgelöst? Das wird nicht aufgelöst. Wird nicht aufgelöst. Das wird nicht aufgelöst. Ich finde das auch richtig. Das war auch so. Bilder, Fragezeichen. Genau. Das sind so Sachen, da kann man in 10 Jahren nochmal drüber nachdenken. So, das ist auch sehr progressiv gewesen. Also wie gesagt, da gibt es bald T-Shirts für jedermann, da werdet ihr auch lustige Sachen bekommen. Ihr müsst nicht als letzter Lurch rumlaufen. Was soll das denn heißen? Ja, ich meine. Wird hier weitergespielt? Ich schlafe auf die Sarazar-Perücke. Die Sarazar-Perücke wird von Vileda. Ich möchte gleich weitergehen. Die Leute checken so. Nicht, dass sie dran sind. Ah, sehr gut. Herzkurve. Berge. Gronkh Tangas, auch sei Peter Siegmüller. Aktienkurs. Aktienkurs. Ach was, Aktienkurs ist close. Aktienbörse. Einzahl vielleicht, Aktien. Aktie. Aktien. Ah, die Premiere ist im Zoopalast, sehe ich gerade. Aktiensorgenkind. Aktiensorgenkind. Oh, ich habe mich vertippt, so scheiße. Aber ist close. Oh, Geld. Ja, Börse, sage ich doch. Börse. Börse. NTV. NTV. Aktiencrash. Crash. Aktiencrash. Pro7 Aktienkurs. Ja, nee, das wäre ja Pro7 hoch. Das wäre schlecht. Minecraft Aktien. Wohl der Pro7 Aktienkurs, da kann man doch nicht beschweren. Aktiengeld? Geld. Aktienanlage? Weltwirtschaftskrise. Black Friday. Anlage. Es muss was mit Aktien sein. Ja, Geld, Anlage, Geld, Börsencrash, Anlage. Eurokrise. Eurokrise. Geldverlust. Geldverlust. Es muss was mit Aktien sein, weil da immer sagt Close. Also irgendwas mit Aktien muss es sein. Aktienkurse. In. Aktienkursen ist Close. Ja, gut, was ist denn mit Geldpapier? Nee, muss ja Aktie Geld, drin sein. Papier. Das Wort Aktie ist drin. Geld. Aktienkurs. Was? Aktienexchange? Was? Aktienhandel. Aktienhandel, ja. Das. DAX. Ja. Aktienkauf. Oh, da hat jemand das Wort. Da hat jemand das Wort. Aktienkauf? Aktienhandel. 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 Börsenhandel. Die Welt ist im Wandel. Alter, das ist aber jetzt wieder verzwickt. Das ist bestimmt wieder so ein Wort, wo wir einfach nicht drauf kommen. Aktien. Seht mal, wie schöne Aktien geschrieben würden. Aktienhändler. Ja, aber das war gut. Okay, es war Fleisch, aber es ist gut. Da hätte noch eine Person dazu meinen können. Ja, Entschuldigung. So. Ja. Ah. See. Das ist eindeutig. Bodensee. Ah, das wüsste ich jetzt. Hut. Ah. Sombrero. Ist auf jeden Fall ein Flugzeug. Flugzeug. Ah, du machst das genau richtig. Du hast direkt viele Tragfläche. Was? Das wurde gefunden? Flugpimmel.
Hast du jetzt aber falsch geschrieben? Du hast war richtig. Was? Alter, was zur Hölle? Was ist das denn jetzt für komische Worte? Ich weiß es Flieger. Nicht. Das ist. Also, hätte jetzt auf die Ukraine. Fliegender Penis hat tatsächlich auch wieder hier geschrieben. Tragfläche. Ui, was Tragfläche. Hab ich doch gesagt, die ganze Zeit. Du hast gerade Tragfläche gesagt. Warum, tippe ich es dann nicht, wenn du sagst? Ich weiß es doch nicht. Wir hatten uns abgesprochen. Oh. Mann, immer das Gleiche. Mm. 5 Jahre mache ich das jetzt. Geht ja schon. Ja. Bach, warum schreibe ich Bach? Geige. Olympia. Fackel. Olympische Fackel. Fackel. Feuer. Ewiges Feuer. Was ist das denn jetzt? Im Land der Riesen. David gegen Goliath. David und Goliath. David. Ach, Goliath. Goliath. Goliath, du hast Goliath. Oh, geil. Sehr gut. Super. Goliath isst übrigens gerne Hähnchen. Wollte ich nochmal sagen. Ja, genau. Ja. Und zwar Jesus-Hähnchen. Und der kommt aus China. So. Ein chinesischer Goliath. Ja. Und das sieht aus, als hätte der irgendwie so einem Schlumpf den Kopf abgerissen. Übrigens, es sind gerade 3 Gronks im Bild. Ich finde den dritten. Ich sehe ihn. Ist meine Hose schon wieder offen? Mit dem längsten Bart. Ne, den meinst du da, ne? Tennis. Ja, der Geile. Ich muss mal ganz kurz auch zeigen, weil ich den einfach so feiere. Wir sind hier, ne? Reißverschluss. So, hallöchen, Popöchen. Heute wieder herzlich willkommen hier bei ihm Let's Play. Ich mache ja schöne Spiele, Alter. Wie ich abgehe. Oh, ich halte dich gerade. Warte, ich mache ganz kurz. Entschuldigung, wir sind hier am Arbeiten. Echt, der kann sich einfach. So, ich bin der Mann und ich muss dir ganz viele Griffe raten. Nackenschläge an. Und dann deswegen die Nackenschläge, Antoine. Was? Ich habe eine Idee. Hier ist noch eine alte Rotzfahne, die kann ich dir mal in den Kopf. Warum muss ich denn hinter Antoine gehen? Das ist perspektivisch völlig falsch. Wie der Engel und so weiter auf der Schulter, ne? Haha, nicht getroffen. So. Ja, genau. Hallöchen, Popöchen. Hier auch wieder beim Let's Play. Geh ich dir auf den Sack? Geh ich dir auf den Sack? Geh ich dir auf den Sack? Nee, das ist die Schulter. Ach so. Entschuldigung. Dann geh ich. Ja, das ist Trüb. Hubschrauber. Ich habe schon Flöte. Wie heißen was diese? Ist das da oben links? Eine Schnecke? Nee. Schneckenflöte. Schneckenflöte. Klingt plausibel. Richtig. Das war wahrscheinlich richtig, hat das Programm aber nicht erkannt. So. Oh, bei mir stuck gerade hier das Bild Tweet Deck. Okay. Hä, was ist das denn? Das ist grün. Ich glaube, das muss ich nochmal neu machen. Wie Hanf. Hanfwurst? Hanfwurst. Oh, TweetDeck ist gerade abgestürzt, ohne Scheiß. Nee. TweetDeck ist gerade abgestürzt. Was ist denn da? Was ist jetzt? Ey, was ist denn das? Hatte ich aber noch nie. Okay, Flöte. With das Error minus Flöte war 106. Schon verneint. Ich habe Giraffenhals, Hals, Giraffe. Okay, das ist 2. Was ist 1? Hä? Bubenflöte. Eine Magieflöte. Eindeutig eine Magieflöte. Ach, Magie. Zauberstab. Ah, Magie. Zauberlöffel. Zauberflöte. Zauberflöte. Flöte. Yeah. Oh, das ist Magie. Awesome. Der Tobi. Hallo, Tobi. Ja, ihr könnt aufhören. Wir haben es schon gefunden. Gell? Ja. Kriegen die auch noch Punkte, oder was? Ja, leider ja. Ah, verstehe. Die Magieflöte? Die Magieflöte. Auch bekannt aus Mickey Mouse und die Magieflöte. Die Magieflöte, ja. So, das ist die letzte Runde jetzt. Ach so. Magic Stick. Hm, kenn ich. Das ist schwierig. Steckdose. Gesicht. Ich verschreibe mich dauernd. Sad Face. Oh, traurig. Sad. Alter, was eine Träne. Weinen, Träne. Oder Tränen. Korrekt, Weinen. Weinen war es. Ah, super. Sehr geil gespielt. 38 mein Herr. Punkte, Respekt. Vielen Dank, schön, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank, Antoine Monod. Dankeschön. Es war sehr schön. Guck den Film, Who Am I? Kommt bald ins Kino und es hat mich sehr geehrt, hier sein zu dürfen. Du bist doch noch gar nicht weg, wir spielen gleich auch noch ein Spiel mit dir. Nee, ich bin da raus. Du bist jetzt nicht raus, Alter. Mein Vertrag sagt, ich muss jetzt nur Werbung für meinen Film machen und dann gehe ich. Ja, genau, das ist dein Job hier. Ja. Ja, aber ist nicht so. Verdammt. Wir haben ja aber auch noch andere Gäste. Richtig. Ja, ich bin Schauspieler, ich gebe mich mit so einem Scheiß nicht ab, ja. Ist so. Komm wieder zurück, alles ist verloren ohne dich. Ich kündige. Nein. Habt ihr es schön hier hinten? Ja. Ja? Ist noch angenehm? Ja. Was macht ihr hier die ganze Zeit eigentlich? Ja, gucken.
Okay. Okay, ihr wisst, das, was ihr gerade macht, macht ihr nicht im Bild. Das habt ihr mitbekommen. Ja, vielleicht solltet ihr mal. Ich bin Schauspieler, ich muss das tun. So. Okay, ach, ich soll dich wieder an deine. Erik, machst du mal das Spiel zu? Wir sind ja jetzt fertig. Machst du bitte, Erik? Ja, sehr gerne. Entschuldige bitte. Ja, kein Problem. Oh, gut. Und ihr könnt euch wieder auf die Couch setzen. Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Komm, setz dich hin. Sehr gerne. Erstmal wieder genug geleistet für heute. Nee, also neben die setze ich mich nicht. Sorry, das geht mir zu weit. Ich demonstriere. Ist auch richtig viel los bei mir jetzt gerade auf Facebook und Twitter. Ja, ich war gerade gucken. Da ist richtig, da geht's ab. Branchenkollegen zu zitieren, wie ist die Lage? Sehr gut. Aber, online ausgezeichnet. Ja? Ja, online geht's gerade ab bei mir, Freunde. Steigt es? Ja, ihr mögt mir, also ihr tut mich auf Twitter followern und auf Facebook tut ihr mich licken. Also von daher vielen Dank. Das klingt falsch. Ja, ja, ich weiß. Aber gut, in der Branche, ne? In der Branche, wir Schauspieler sagen licken. Ja. Lick mich mal auf Facebook. Was war eigentlich der letzte Film vor Who Am I, wo du mitgespielt hast? Naja, was wir jetzt hatten, war Groß ein Fall für zwei. Da haben jetzt vorhin auch viele gefragt auf Twitter, ob es weitergeht. Wir drückt mal Däumchen. Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir nächsten März weiterdrehen. Cool. Wieder 4 neue Folgen. Und ansonsten, was war davor? Davor war ich beim Bremer Tatort, Kommissar. Und dann gab es Kinofilme Schwere Jungs, hieß einer, so ein Popfahrerfilm. Ja, und jetzt lief gerade, und der läuft auch noch im Kino, ein ganz toller Kinderfilm, Lola auf der Erbse. Das ist wirklich ganz süß. Dann drehst du aber schon sehr viel, ne? Ja. Also bist schon bei vielen Filmen beteiligt, muss man ja sagen. Ist das immer durchgehend, dass du immer durchgehend beschäftigt bist? Oder hast du da immer so, ist das mehr so als Schauspieler, so ein Berg- und Talfahrt? Wir sind Spargelstecher. Ne? Also wir sind Saisonarbeiter, bei uns geht es im Mai los und hört im Oktober, November in der Regel auf. Ja, habe ich auch mit Moritz drüber geredet. Damit die Filme dann auch ins Kino kommen. Ganz gut Kontakt eigentlich, auch ein netter Kerl, aber er meinte auch, es ist gar nicht so leicht, wie man sich so mal vorstellt. Mit Moritz habe ich das Experiment gemacht. Genau, Moritz Experiment, genialer Film. Und die vierte Art, nee, die vierte Macht. Die vierte Art war... Die vierte Art ist ja mit Außerirdischen. Ja, genau. Und die vierte Macht war das. Auch ein sehr guter Film, den ich mir letztes Mal vor Moritz reingezogen habe. Und Nicht mein Tag kennen wir auch. Ne? Ja. So, wir haben also einen Mini-Auftritt da, aber wirklich eine Sekunde. Eine Nanosekunde war eine Nanosekunde sind wir zu sehen. Mit Axel Stein, ne? Genau, mit Axel Stein und Moritz Bleibtreu. Auch super, muss ich sagen. Ja, super liebe Jungs, muss man einfach mal sagen. Wirklich. Ja, und ich würde sagen, wir spielen jetzt, wir begrüßen erstmal unsere anderen Gäste. Ne? Kommt doch mal rein. Ach, ja. Kommt doch mal rein. Darf man klatschen? Ja, man muss. Oder ist klatschen? Hey. Nein, aber das macht nichts. Damit hier niemand immer sagt, wir hätten nur Kerle in der Sendung, ja, haben wir jetzt mal ein paar Mädchen organisiert, ja, von der Straße. Ja, also das sind die Kelly und die liebe Bina. Und du kannst ja auch ganz toll Gitarre spielen, ne? Ja, Ukulele. Ukulele, komm mal rein, ich lass dich mal spielen. Achso, dann müsste ich mich aber da hinsetzen. Mach doch mal ein Duett mit der Gitarre. Ja, komm. Aber das ist ja überhaupt nichts vorgeplant. Ich weiß ja gar nicht, was ihr macht. Hier ist ja immer alles durchgeplant. Ganz knallhart. Ich weiß Hau du einfach rein, ich spiele irgendwas dazu. Die Bina kann was zum Morgen singen. Zum Morgen? Ja, was ist denn morgen? Samstag. Let's play Poker, wenn ihr Bock habt, 18. 18 Uhr, genau. Genau, und komm, dann kannst du noch mal musikalisch umsetzen. Mit der Kelly. Genau, ich bin auch noch dabei, hallo. Ja. Ich bin auch dabei. Ich habe übrigens die ganzen Teilnehmer schon an den Stuhl geklebt. Ja, zum Beispiel. Ich kann mir nicht merken, was soll ich denn jetzt, was wollen wir denn jetzt für ein Lied machen? Ja, genau. Spiel was für morgen. Das gibt das tolle LPP-Lied, wollen wir hören. Wir wollen das LPP-Lied hören. Es gibt kein LPP-Lied. Doch. Los geht's. Morgen geht's los mit LPP, morgen geht's los mit LPP, morgen geht's los mit LPP und Kelly ist auch dabei. Ende. Die Orchestral geht nur zu zweit. Okay, dann haut rein. C. Okay, warte mal. Die ist aber überhaupt nicht gestimmt. Überhaupt nicht. Nee, die ist eigenstimmig. Dann machen wir es zweistimmig. Ja, aber das hört sich voll scheiße an. Ganz komm, spiel einfach. Ich mach was, sonst überleg was. Morgen geht's los mit LPP und Sarah Zahs Gitarre ist nicht gestimmt. Das ist keine Gitarre, das ist eine, wie heißt das Ding nochmal? Gitarrele. Eine Gitarrele. Ich kann das nur so. Ja. Politisch korrekt soll es heißen, morgen 19 Uhr spielen sie Poker, die frohe Natur.
Harten fliegen umher. Wilde Menschen haben Geschlechtsverkehr. Strip-Poker am Samstag um 18 Uhr. Ja, was ist eigentlich Strip-Poker? Da sollten wir mal drüber reden. Das weiß ich nicht. Mal meine Schnell! Oh mein Gott. Willst du ja schon Klamotten runterreißen? Wir wollen Strip-Poker. 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 Ja, das jetzt bin ich total eingeschüchtert. Hast du ja toll hingekriegt. Naja, du kannst das noch viel besser. Du bist ja sehr musikalisch veranlagt. Kann man ja mal gerade einwerfen. Ne? Du machst ja schon schön viele Musik. Und vielleicht kennt ihr sie auch aus dem LPT-Song zum Beispiel. Der lief ja kürzlich auf unserem schönen YouTube-Channel. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, wenn ihr dann Bock drauf habt. Daniel, haben wir deinen Mats vorbereitet? Nee, aber den Song können wir eigentlich mal abspielen. Vielleicht findet der Daniel den gerade und dann können wir in der Zeit uns ein bisschen darüber unterhalten. Seit wann machst du Musik? Seit wann spielst du Gitarre? Ich habe das nicht gelernt. Also ich habe das einfach irgendwann angefangen, weil mein Papa das immer gespielt genau, hat. Genau, so war es bei mir auch. So einfach learning by doing, einfach just for fun irgendwie. Aber singen tust du ja auch sehr gut. Ja. Hast du mal Gesangsunterricht oder auch einfach so für Spaß? Nee, auch einfach nur so zum Spaß. Also die Geschichte dahinter ist eigentlich, dass ich vor 2 Jahren eine Fuß-OP hatte, mich nicht bewegen konnte, zu Hause war. Oh, ungeil. Und angefangen habe zu komponieren. Siehst du mal, da die Fuß-OP schon was Gutes. Was hier passiert beim Fuß? Bist du irgendwo gegengelaufen? Nee, das war eine Standard-OP. Ja, einfach so. Einfach so, ach komm. Ja, Standard-OP. Ich habe einfach abmachen lassen. Ich wollte ein bisschen Cyborg. Damals Erster Weltkrieg. Schützengräben, das war eine harte Zeit, ich erinnere mich. Ja. Hast du ein Holzbein? Gemein wäre es jetzt wirklich, hätte es jetzt wirklich ein Holzbein. So dann würde ich das schütteln. Oder? Aber die Frage ist, nee, stell mal vor, du hast 2 Holzbeine und nutzt die als Drumsticks. Wie geil wäre das denn? Es gibt also, ja so eine Hose, wo die Drumpads eingebaut sind, wo man dann immer machen kann. Geil. Das ist ja cool. Ja, und dabei ist dann natürlich, vielleicht kennt ihr einen oder andere sie nicht, aber die meisten dürfen sie erkennen, unsere olle Frohnatur, die Kelly aka Mrs. Vlog. Und da wird gerade voll gut eingeblendet, wer denn dabei ist morgen bei bei Let's Play Poker, an diesem wunderschönen Schnur. Ja, das ist ein Traum, ich würde gerne filmen. Ja? Da haben wir eine Digitalanzeige, die uns da gerade reingeschoben wurde. Was hat der Professor Daniel gerade gesagt? Ich habe gesagt, hol mal den Roman-Zeug, damit es jeder sieht, wie wir das hier machen. Genau, und der Roman traut sich nicht. Roman! So Hightech hier bei dieser Sendung. Da sehen wir. Der hat hier auch die erforderliche Frisur fürs Studio. Ja, sieht man. Komm, jetzt musst du dich aber auch mal kurz zeigen. Du hast die erforderliche Frisur fürs Studio, übrigens. Den habt ihr vielleicht gesehen bei Zimmer 1401. Ja. Ja. Jetzt müsst ihr es aber auch vorlesen, was euch da kommt. Ja, komm jetzt, Roman. Der Roman hat ja kein Mikro. Warte auf. Also dabei sind Kleine Tanne, Kelly, Die Biener, Shuffle. Revinzeit. Okay, und dann Dan the Man, Rahmschnitzel, Commander Krieger und Maxi Gräf. Und du? Ich nicht. Ich bin nicht dabei. Ich nehme mich da noch raus irgendwie. Scheiß drauf. Ich bin morgen mal. Komm vielleicht mal vorbei, ja. Werden wir uns jetzt den Song von Biener vorlegen? Oh Gott. Was? Ja, was? Also, hast du einen da? Von Biener. Der kommt jetzt. Trink eine Biener Colada. Eine Biener Colada. Ich dachte, es war der beste Tag der Woche, wo ich trink eine Biener Colada. Scheiße, auf Alltag lange Stunden. Bis zum Ende sein mein Leben. Schalte mal rechten Arm, das zeigt LPT. Rückkopplung! Sieh die Schuhe aus, geht's nicht ins Bett oder aufs Sofa, was heute Abend muss ich nochmal neu machen, komm, mach nochmal neu, das war nicht gut, mach nochmal neu. Wir wollen den nochmal hören. Wir wollen den nochmal. Der beste Tag der Woche, wo ich 5 Grad sein lasse. Scheiß auf Alltag, lahme Stunden, ich will Action live erleben. Schalten, rechne ein, ist Zeit für LPT. Sieh die Schuhe aus, blitz mich aufs Bett oder aufs Sofa. Was heute Abend passiert von mir am Donnerstag, ja schon. Lass den Alltag hinter mir, wir kommen. Wir können den ZDF-Fernsehgarten tatsächlich simulieren. Ja, der Unterschied zum ZDF-Fernsehgarten, ich meine, warum singt sie das jetzt nicht live? Ja, du musst das mit dem Mikro jetzt. Das ist doch beim ZDF-Fernsehgarten so. Ja, aber warum singt sie das jetzt nicht live? Ja, genau. Live-Performance. Siehst du doch. Sie ist Bauchrednerin, deswegen. Ja, das ist der. Könnt ihr natürlich auf der LBT-Website sehen. Nochmal, wie schalte ich das Ding jetzt aus? Nicht, oh mein Gott, immer an. Oh nein. Es explodiert jetzt irgendwie. Nicht mehr drauf drücken, nein, bitte. Nein! Achso. Wenn man drauf drückt, startet es neu, ne? Nein, ich hab Angst. Die Kelly kann man super ärgern, muss ich euch wirklich sagen. Also, wenn ihr Kelly mal seht, ärgert sie bitte von mir.
Aua! Nix da. Scheiße. Ich hab gute Reflexe. Genau. Lass den süßen kleinen Devin. Einer weint. Lass den süßen kleinen Devin. Also in einer Sendung immer. Gibt's immer Tränen. Okay. Ja, wir haben sonst nichts zu tun. Boah, wie aggressiv die ist, ne? Sie ist erst die Bombe explodiert. Ja. Jetzt hat die Bombe platzen lassen. So, komm, Flipper, rein! Ja, ey, das ist eine Schande für denjenigen, der uns das zugeschickt hat. Was? Ja. Ich bin frisch geduscht. Also, wir spielen ja heute ein Game, habe ich gehört. Ne? Wir spielen ja heute auch. Analog spielen wir heute? Ja, wir spielen heute analog. Da müssen wir mal rüber. Ganz kurz. Nee, das spielen wir noch gar nicht. Wir spielen erst ein anderes Spiel. Der Kong ist wieder super vorbereitet. Wir sind zu schnell. Stopp, stopp. Ach ja, da war ja noch das Wrestling-Game. Ja. Stimmt, ihr habt doch noch Zeit. Wir müssen erstmal noch Werbung machen. Gut, dann setzen wir uns um. Und in der Zeit gibt's Werbung. Ne? Bis gleich. Schon wieder Werbung? Ja, bis was gleich. Kommt jetzt? Was kommt jetzt für Werbung? Was kommt denn jetzt für Werbung? Bis gleich. Das ist zu spät. Das ist viel mehr drauf.